Hallöchen, ja, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu der nächsten Short Message auf dein Gegenüber. Deine fand ich mega, ne? Thema Selbstliebe. Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch's an. Ich weiß, es ist immer nicht so spannend, wenn es nicht um den Herzensmenschen geht. Aber ich finde es trotzdem wichtig, sich auch gut um sich selbst zu kümmern. Und wie wir in dieser Legung ja gesehen haben, ne, hat das schon einen sehr ordentlichen Einfluss darauf, je mehr du in deiner Liebe zu dir selbst bist. Ne? Also wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch es gerne an. Jetzt schauen wir, was hier auf dein Gegenüber zukommt, wäre was, welche Botschaften dürfen wir übermitteln. Wir gucken uns natürlich auch die Hauptenergie an. Ja, und dann schauen wir mal, was wir hier für Informations bekommen dürfen. Bitte bedenkt, ne, es ist immer ein allgemeines Kollektiv, du kannst damit resonieren, muss es nicht. Wenn es nicht passend ist, ist es nicht schlimm, dann schaust du einfach eines von den anderen Legungen an. Ne, ich biete ja unterschiedliche Legungen an, auch für sich selbst, dann wieder mal auf das Gegenüber. Also für jeden, denke ich, ist hier irgendetwas dabei. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier für eine Energy. Pflege und Wachstum. Ja, hier bemüht sich jemand oder hier möchte sich jemand um etwas bemühen. Wir haben ja auch das innere Wachstum, ne? Also dass man auch sich selber pflegt oder auf sich selber auch achtet. Das ist gut, aber auch hier eine gewisse Bereitschaft, die man zeigen möchte, indem sich etwas weiterentwickeln soll. Also er ist, wie man hier schon wieder sieht, tätig. Was haben wir hier mal unterm Deck? Hier haben wir völlig planlos. Ja, also er möchte irgendwas, aber er weiß noch nicht ganz genau, wie er es angehen soll. Ne? Also er hat noch nicht die Lösung parat, die er sich gerne hier wünscht. Also er bemüht sich, er schaut, er macht, er tut. Aber er ist noch ein bisschen verunsichert. Ne? Also er vielleicht begreift er auch gerade momentan noch nicht so wirklich die Zusammenhänge, ne? Oder die Situation ist gerade noch nicht greifbar. Er spricht ja auch hier, ne, dass ihn das mit euch ein bisschen verwirrt und er weiß auch nicht, wie er jetzt genau mit der Situation umgehen soll. Er ist ein bisschen planlos, aber er versucht zumindest. Ne? Also das ist schon mal von der Energie her sehr schön. So, schauen wir mal weiter. Um was möchte er sich denn hier bemühen? Was möchte er denn pflegen? Was hat er denn hier vor? Da haben wir hier die Sense, also man arbeitet daran, okay. Ei, da belastet aber ordentlich was. Guck mal, die Sense schnalzt auch in das Kreuz. Eieieiei. Und wir haben hier noch die Routen, okay. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Wir haben hier unterm Deck noch die Eulen. Ich hatte doch vor ein paar Tagen den Magic Key ausgelegt, ne, den magischen Schlüssel. Und da habe ich schon gesagt, irgendjemand kriegt da wohl eine auf die Fingerchen. So, hier haben wir auch das, ne, dass man sagt, ja, hier hat man entweder einen Schicksalsschlag erlitten oder irgendwas ist so schnell auf ihn eingedrupselt, ne, dass er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Also irgendwas ist passiert. Schicksalhaft, ja, das musste so sein. Also das kam so plötzlich und unerwartet auf ihn zu. Und jetzt geht es darum, dass man hier eine Ordnung und eine Struktur reinbringt. Ja, jetzt muss er schauen, wie er aus dieser Sache wieder rauskommt oder wieder zumindest das Ganze hier bereinigt, klärt, ja, wieder ordnet. Ne? Also hier ist etwas sehr spontan durcheinander gegangen. Das kann hier ein Streit gewesen sein, der plötzlich aus dem Nichts kam, ja. Oder es kommt jetzt noch. Ne? Also ihr guckt jetzt mal, wie ihr damit in Resonanz geht. Wir schauen auch ein bisschen in die Zukunft. Also es kann schon da sein. Oder es kommt jetzt. Ja, dass er hier wirklich eine auf den Klatsch kriegt. Ne? Dass er hier mal anfängt zu ordnen. Ne? Er bemüht sich, er möchte was machen. Aber das muss irgendetwas Schnelles gewesen sein, wo er gerade ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Aber wir haben hier unter dem Deck auch die Eulen. Das heißt Stress. Stress, 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 Unruhe, Nervosität. Also hier ist jemand ganz schön flatterhaft. Ne? Hier ist jemand ganz schön durcheinander. Aber hier geht es auch mit den Eulen um die Weisheit. Das heißt, ja, es geht jetzt weise zu handeln. Ne? Wir haben ja auch nochmal den Schlüssel. Also die Weisheit mit Sicherheit, dass man hier was in den Ausgleich bringt. Ja? Hier muss eine Balance wieder rein, ein Gleichgewicht. Hier ist irgendetwas aus den Fugen geraten. So, schauen wir uns mal an, was ist denn hier passiert?
Oder was kommt jetzt? Was wird jetzt passieren? Wenn es noch nicht da ist, dann kommt es jetzt in den nächsten Tagen. Macht es hier irgendwo Klatsch. So, was haben wir denn hier auf die Sense? Den Anker. Und das Buch. Ja, ist für mich hier eigentlich eindeutig, dass es hier wird es ihm ein bisschen den Halt nehmen oder die, ein bisschen den Boden unter den Füßen wegreißen, würde ich mal sagen. Ne? Weil hier einfach eine Aufgabe da ist, die zu lösen ist. Wir haben hier das Schiff, ne, mit der Veränderung. Ne? Das haben wir auch gerade gesehen. Hier, man bemüht sich was, man möchte sich weiterentwickeln, man möchte Bereitschaft zeigen, etwas zu verändern. Und hier sieht man, es geht also um ja, etwas, was in die Langlebigkeit führen soll. Also die Veränderung soll jetzt hier nicht irgendwas, so eine 0815-Geschichte hier wieder sein, ne? Und kurzfristig, sondern es soll hier schon eine Beständigkeit gehen, ne? Dass man hier wieder glücklich wird, dass es positive Energie wieder reinkommt. Und guckt mal, ne? Der hat Schiss gerade ein bisschen, ne? Vor diesem Geschenk, was er hier kriegt, aber auch Angst, auf dich zuzugehen, ne? Die Einladung auszusprechen, weil man hier eigentlich, ja, man möchte hier Klarheit in diese Verbindung haben oder Klarheit in irgendwelchen Verträgen. Es kann ja auch um die Arbeit gehen, ne? Wir haben hier mehrere Szenarien. Hier geht es um, würde ich schon sagen, um Lebensveränderungen. Na, das passt auch hier, na, haben wir auch unter dem Deck gesehen, na, dass es hier wirklich um lebensverändernde Maßnahmen geht. Es kann auch sein, dass er jetzt hier gerade auch am Machen, an dem Tun ist, vielleicht einen neuen Arbeitsvertrag zu bekommen. Na, vielleicht ist er arbeitslos geworden oder er lernt gerade auch hier etwas. Na, das kann auch sein mit dem Buch, dass es hier um eine neue Aufgabe im Beruflichen auch geht. Aber irgendwas, na, das belastet ihn mit der Sense. Also hier ist eine Belastung da. Entweder kommt die noch oder ist sie schon da. Ich gehe eher davon aus, dass sie schon da ist, so wie es hier liegt. Na, dass er gerade auch nicht weiß, wie es hier weitergeht. Also das heißt, zum einen nicht weitergeht mit dir. Wird das nochmal in die Beständigkeit? Kann man das nochmal verankern? Wird das fest? Oder eben auch im Beruflichen, dass man nicht weiß, wie es jetzt gerade weitergeht. Na, also hier stehen lebensveränderte Maßnahmen an. Ja, also hier. Und das Ganze hier wahrscheinlich schon zur Sommerszeit oder zur warmen Zeit jetzt. Ja, das müsste jetzt dann sein. Vielleicht hat er auch ein bisschen Angst, ne, vom Vorstellungsgespräch oder dass er keinen Vertrag, keinen neuen kriegt, aber er hat die Spiritualität hinter sich. Ne, also er bekommt die Klarheit, die kommen Nachrichten rein, die kriegt er auch, wie man hier sieht. Ne, aber auch hier wieder die Sense in ihn stechend. Ne, guckt euch das an. Also das ist schon ein sehr gereiztes Thema aktuell. Also entweder in Bezug auf dich oder eben in Bezug auf die Arbeit. Oder überhaupt in seiner Stabilität auch, ne, in seiner Verankerung. Irgendwas hebelt ihn da gerade aus. Er ist momentan nicht standfest. Ne? Also der ist ins Wanken geraten oder irgendwas hebelt ihn sozusagen gerade aus, wo er nicht weiß, wie er da jetzt wieder auf den Boden zurückkehren soll oder wo er wieder in irgendeine Sicherheit reinbekommt. Haben wir den falschen Zeitpunkt. Ja, also es ist momentan, ne, passt es noch nicht ganz. Deswegen ist er auch gerade planlos. Ne? Es ist irgendwie, oder er denkt sich gerade, boah, das kann ich jetzt gerade überhaupt nicht brauchen. Ne? Ist eh schon alles irgendwie Käse, ne? Und dann kommt das auch noch dazu. Vielleicht hat er aber auch zu viel Zeit verstreichen lassen. Ne? Das kann auch sein, dass er zu lange gewartet hat. Ja? Das Schiff ist ja auch die Wartekarte, ne? Dass man sagt, ja, hier war jemand sehr, sehr langsam unterwegs, ja? Hat sich sehr viel Zeit gelassen. Und ja, deswegen ist die Situation jetzt so, ne, dass man hier kurz vor knapp steht, dass man jetzt irgendwo mal was reißen müsste, weil es sonst zu spät ist oder weil man hier einfach auch gewisse Sachen, Verpflichtungen hat, ne, Dinge zu erledigen hat und man hat sich einfach hier viel zu viel Zeit gelassen. Hier ist irgendwie so, kriege ich so einen Zeitdruck rein. Ja? Also es müsste Zeitdruck in dem Sinn, oh shit. Jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich was mache, weil sonst ist es zu spät. Ja? Er möchte also keine Zeit mehr vergolden in dem Sinne. Ne? Irgendwie hat er etwas zu lange rausgezögert, dich zu lange warten lassen, hier sich nicht darum gekümmert. Ne? Also solche Sachen können das sein. Was haben wir denn unter dem Deck? Das Spiegelbild. Ja, ist herausfordernd und belastend für ihn, aber er wird sich jetzt diesen Sachen eben stellen müssen. Ne? Also kein Licht ohne Schatten, das ist so. Und auch mal in die Annahme und Akzeptanz zu gehen, dass man sagt, okay, gut, habe ich zu lange gewartet. Ne? Das ist jetzt halt die Quittung, die ich hier bekomme.
Er wird sich auch hier nochmal mit seinen Ängsten auseinandersetzen müssen. Ich sage, hier ist eine Aufgabe, ja, die belastet ihn. Er weiß nicht, wie es weitergeht, ob jetzt mit dir beruflich oder generell, was er für Themen hat. Aber hier geht es darum, dass er sich jetzt damit auseinandersetzt. Ne? Okay, schauen wir mal, was sagt das Tarot noch? Kann auch sein, dass er momentan sehr gereizt ist. Ne? Falls du Kontakt mit ihm hast oder etwas mitkriegst von ihm, das ist ein bisschen so die Aggro-Stimmung, die ich hier wahrnehme. Also überreizt, gereizt, gestresst, nicht unbedingt gut drauf, nervlich auch, könnte das hier was sein. Ne? Na, schau mal, der Mond, der hat Angst. Ne? Der wird von seinen Ängsten hier gerade eingeholt, von seinen Schattenthemen, wie wir schon haben. Ne? Das kann, wie gesagt, kann im Beruf ihn sein, kann mit dir sein, irgendwas hebt es ihm jetzt so dermaßen hoch. Aber genau das ist das, worüber er sich jetzt hier Gedanken machen darf, beziehungsweise sich damit eben auseinandersetzen darf. Er hat das lange genug rausgezogen. Ja? Und hier gibt es, entweder ist das Karbumschel schon da oder es kommt jetzt dann, ne? Weil er einfach zu lange gewartet hat oder weil er gewisse Sachen nicht unternommen hat. Ne? Dann wird halt hier mal ein bisschen auf die Fingerchen geklopft. So, wir haben hier unten drunter die vier der Stäbe, ne? Dass man sagt, ja, wieder ein bisschen mehr Lebenslust sollte schon rein. Ne? Ich glaube, dass der so, wie sagt man denn, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve gerade hängt, ne? Oder so ein bisschen auf dem Zahnfleisch daherkommt. Ne? So könnte man das hier auch sagen. Ne? Also es soll also wie hier mit dem Ritter der Kelche so ein bisschen mehr Harmonie rein. Ne? Aber dazu braucht es halt den Bube der Schwerter, dass man sagt, ja, es muss also erstmal geklärt und eine Einsicht sein. Ne? Aber die kriegt er jetzt. Also wenn er hier nicht einsichtig sein wollte, dann wird ihm die Einsicht jetzt vermittelt. Und das kann natürlich mit verschiedenen Ereignissen jetzt sein. Ne? So, was sagt denn das Kreuz? Da haben wir die Fische. Ja, es könnte auch etwas Finanzielles sein, wo er gerade einen Schlag kriegt oder einen Schlag gekriegt hat. Ne? Es können viele finanzielle Ausgaben zum Beispiel sein. Oder dass hier jetzt einfach, wenn er eh schon nicht weiß, wie es weitergeht oder gerade arbeitslos ist oder gekündigt worden ist oder gerade auf der Suche nach einer Arbeit ist oder etwas Neues lernt und nicht so viel Geld hat, dass jetzt plötzlich viele Dinge kaputt gehen. Ja, das kann auch eine schicksalhafte Sache sein. Das muss jetzt nicht immer irgendwas total Schlimmes sein. Mich freut das immer gar nicht, Leute, wenn ich bei den Kommentaren lese, ja, ich wünsche mir, dass er das Karma abkriegt und so weiter. Bitte bedenkt, was ihr da sagt. Ja, Karma gilt immer auf beiden Seiten gleich. Ne? Mir ist es egal, was ihr da tut. Ne? Ich kann euch da im Endeffekt nur darauf hinweisen, dass das nicht schön ist, weil, wie gesagt, Karma schlägt auf beide Seiten. Ne? Auch auf mich kann das zutreffen, nicht immer auf das Gegenüber auch. Ja? Und wenn ich solche Dinge wünsche, also ich würde davon ablassen, jemandem sowas zu wünschen. Das Universum regelt das dann schon, ja? Was für ihn nötig ist oder nicht. Ja, wie gesagt, ne? Also ich kann euch davon nicht abhalten, aber ich finde es immer ein bisschen gruselig, wenn ich das lese, wo ich mir denke, ey, wie viel Wut, Zorn und Enttäuschung muss da noch dahinter hängen, dass ich jemandem sowas wünsche. Ich würde nie jemandem irgendwo ein Karma wünschen. Ja? Also wie gesagt, überlegt da für euch selber, ist es, was ihr sagt, was ihr schreibt, es ist auch das Wording. Ne? Ist immer ganz wichtig, dass man einfach auch positiv denkt oder den anderen dann einfach da stehen lassen, wo er ist und man selber den Weg weitergeht. Ne? Also ist nur eine Information. Ich für mich persönlich würde es nicht machen, ne? Weil wie gesagt, Karma schlägt, die Tür schlägt hier auf zwei Seiten. Ne? Bitte beachten. Also er kann hier im Endeffekt etwas Finanzielles haben, finanzielle Einbußen. Kann auch sein, dass ihm das Emotionale gerade hier hochholt, ne? Weil es hier einfach um die neuen Wege geht, die schicksalhaft hier eingeleitet werden. Das heißt, wenn er hier auf der emotionalen Ebene sich nicht richtig öffnen konnte zum Beispiel, ja, nicht richtig reden konnte und so weiter. Also es wird hier was aus der Tiefe geholt. Und wie gesagt, in welchen Bereichen sich das bei ihm niederschlägt, das müssen wir dem Universum hier oder dem Schicksal überlassen, wie die das am besten einleiten oder wo sie ihn hinführen. Auf jeden Fall wird hier wieder was in Fluss gebracht. Ne?
dass es hier sozusagen weitergehen kann, beziehungsweise wird er hier in eine andere Richtung gelenkt durch diese Dinge, die jetzt hier gerade bei ihm im Leben passieren. Und wir haben auch hier die Sternchen drunter, das heißt, die Spiritualität ist also hier am Arbeiten, am Werkeln, die macht hier schon, ne? Mit Sicherheit ist das so. Da brauchen wir uns also gar keine Gedanken drüber machen, ne? Sondern er wird hier seine Nachrichten schon erhalten, seine Botschaften, ja, aus der geistigen Welt, worüber er nachdenken kann oder dass ihn ja auf der geistigen Ebene hier einfach dazu animiert, sich die Dinge anzuschauen. Ne? Also hier haben wir in Kürze eben genau das Thema, das hier einschlägt, ne? Dass man auch dieses kleine Glück rausschlägt, weil er es auch verdient hat, ins große Glück zu gehen oder wieder zufrieden zu sein. Aber hier kommt etwas rein und schau mal, das kann hier tatsächlich auch mit Freundschaften zu tun haben. Ja, vielleicht kann auch sein, dass er hier jemanden vertraut hat, na, dem er vielleicht nicht vertrauen hätte sollen oder vielleicht hat er auch Geld geliehen, dem er hätte nicht Geld leihen sollen und so weiter. Also es können solche Sachen jetzt auftreten, vor allem vergangene Sachen, wie man hier sieht, ne, weil es alles in die Veränderung gehen darf. Ne. Auch dass er hier in seine Wertigkeit zurückkommt. Ja. Da brodelt es schon ordentlich. Ich bin mal gespannt, was der Hexenkessel zeigt. Den drehe ich auch für euch ab, ne? Was brodelt im Hexenkessel? Und schauen wir mal, ob das da irgendwie im Zusammenhang hängt. Hier haben wir die Twin Flame. Ja, es ist eine starke Verbindung da. Na, vielleicht habt ihr auch so eine karmische Geschichte, ihr zwei, na, aber trotzdem, die Anziehungskraft ist da, tiefe Liebe ist da, aber man lernt halt auch voneinander. Na? Thema Lernpartner haben wir hier auch. Also hier ist es wirklich so, dass man sagt, ja, da ist einiges, kommt hier ins Fließen jetzt, na, wo er sich entscheiden muss, wie möchte er jetzt, welchen Weg möchte er jetzt weitergehen. Ja? Vielleicht hast du auch hier jemanden, der sich ewig unter Tage nicht entscheiden konnte, der nicht wusste, will er sich binden oder nicht, will er hier was Festes oder nicht. Und genau darum geht es jetzt. So, und wir haben hier unten drunter den Abschied. Das heißt, ja, man muss also mal etwas verabschieden oder vielleicht auch mal jemanden verabschieden. Ja, vielleicht schaust du hier auf die Dreierkonstellationen, ne, dass man sagt, so, er muss sich endlich mal lösen aus gewissen Geschichten, ne, oder generell von verschiedenen Dingen sich ablösen, ne, auch wenn es schweren Herzens geht, aber es ist nicht mehr dienlich. Ja, und da wird er darauf hingewiesen, also dass er sich unabhängig macht. Vielleicht hat er auch noch zu viele Verpflichtungen, er arbeitet zu viel, hat sich seine Prioritäten falsch gesteckt. Also hier haben wir jegliche Themen, die hier eintreffen können oder die hier zutreffen könnten. Die Sense in die Fische kriege ich auch gerade noch als Information rein. Ja? Die Sense in die Fische, das kann hier schon auch was Schmerzhaftes sein, ja? Dass er eine schmerzhafte Erfahrung jetzt macht. Entweder ist es vielleicht im Freundeskreis, im privaten Kreis, wenn er noch in einer Verbindung ist mit genannter Person. Ja? Also es kann aber auch, wie gesagt, die schmerzhafte Erfahrung sein im finanziellen Bereich. Ja, oder generell etwas, was hier emotional hochkommt, eine alte Verletzung. Ne? Also ist hier einiges geboten. Ja, guck mal, drei der Schwerter. Ne? Also hier ist so alter Herzschmerz. Es macht ihm schon Kummer und Sorge, ne? Weil das ist ja quasi jetzt eine Veränderung, die reinkommt, die er nicht gewohnt ist, ja, mit der er sich vielleicht auch bis dato lange nicht auseinandergesetzt hat. Und dass jetzt wieder alles hochkommt und dass ich mir das anschauen muss und dass alte Schmerzen nochmal auftauchen, ne? Oder dass es jetzt gerade im Leben dann eben genauso beschissen läuft, das ist hier wohl die Sache. Ne? Wir haben hier unten die Liebenden, ne? Also Liebe ist da, Gefühl ist da, aber wir haben hier unten drunter den Teufel. Das heißt, hier hat man schon gewisse Abhängigkeiten gehabt oder Schattenthemen auch, die die Liebe auch betreffen, Herzebene, ne? Wo er sich auch anschauen muss, wo ist er abhängig, wo hängt er selber in irgendwelchen Fesseln, ne? Welche Machtspielchen gibt es hier, wo wird er immer getäuscht? Ja, wir haben ja mit dem Teufel auch die Täuschung, ne? Und hier mit der Mäßigkeit, na, sieht man, soll also ein Ausgleich rein. Also da ist ordentlich was geboten, Leute, gerade auf der anderen Seite, ne? Gucken wir mal auf die Routen. Was soll denn hier schicksalhaft bereinigt werden?
Wolken, ja, Unsicherheiten, Unklarheiten, Missverständnisse. Genau das ist es. Das ist das, was jetzt hier beendet werden soll. Seine eigene Unsicherheit vor allem. Ne? Deswegen haben wir ja die Planlosigkeit unterm Deck gehabt, ne? Die, wo man sagt, er ist verunsichert, ne? Er findet keinen Zusammenhang, aber den Zusammenhang, den kriegt er jetzt gezeigt. Ja? Also das geht hier raus und wir haben hier unterm Deck das Haus. Das heißt, da geht es um die Stabilität, um die Sicherheit. Ne? Irgendwas ist da gerade im Wanken. Und wie ich am Anfang sagte, irgendwas zieht ihm gerade den Boden unter den Füßen weg. Ja? Also hier ist sehr viel Stress, ne? Da ist er blockiert, wie man hier sieht. Aber es geht um diesen Wandel, um diese Veränderung. Ja? Es ist vielleicht jetzt schwierig gerade für ihn oder unangenehm, aber hier wird sich ihm etwas offenbaren. Ja? Eine Veränderung wird sich hier zeigen. Und auch hier haben wir wieder die Langlebigkeit dahinter. Ja? Es soll also etwas in die Heilung gehen, ein gesundes Wachstum. Ne? Und hier haben wir schon die Einladung, was die Beziehung betrifft, ja, kann eure Verbindung sein. Es kann aber auch etwas Arbeitstechnisches sein, dass er dann letztendlich jetzt mal in Kürze auch ein Angebot kriegt. Ne? Da haben wir die Nachrichten von einer Obrigkeit, ne? Wo er da schon da ist, wo man sich sehr viele Gedanken gemacht hat. Ne? Und vielleicht kriegt er hier jetzt auch einen Zug, ne? Wo man sagt, jo, da habe ich mich die ganze Zeit blenden lassen. Ne? Kann auch ein Freund sein. Also hier wird etwas geordnet und strukturiert. Aber ich würde hier sagen, in dem Zusammenhang, er bekommt was, ne? Und er wird darauf kommen, dass er sich selber eigentlich immer wieder geblendet hat durch seine Zweifel, durch sein Misstrauen. Ja? Dass er nie richtig vertraut hat, dass er immer negativ auch vielleicht war, da immer das Negative gesucht hat oder geglaubt hat, ja? Immer so eine Einstellung auch hat. Ja, das wird eh nichts, das schaffe ich eh nicht. Ja, dann muss ich es hier wiederholen oder dann muss ich nochmal dieses machen. Also gar nicht davon ausgegangen ist, dass man es beim ersten Mal auch schaffen könnte. Ja, so ein bisschen Zwiespältigkeit haben wir hier auch mit dem Fuchs. Aber das wird sich alles hier offenbaren und zeigen. Schau mal, dann haben wir hier, guck mal, wir haben am Anfang den falschen Zeitpunkt. Und dann haben wir den richtigen Zeitpunkt, ja, das perfekte Timing. Ja, dann die Zeit kommt für ihn. Ne? Die Zeit, um zu handeln. Das heißt, momentan ist es hier mit dem Anker und dem Buch, wie wir gesehen haben. Ne? Ist es gerade noch so, dass er es lernen muss, sich selber zu verankern. Das heißt, sich hier nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern ruhig und besonnen zu bleiben. Ja? Auch wenn die Situation gerade hier mega angespannt ist oder mega schwierig ist. Damit er aus dieser Unsicherheit rauskommt, damit er quasi seine Sicherheit in sich bekommt. Ja? Dass er die Stabilität erreicht, damit er auch später was reißen kann. Ja? Und diese Zeit wird kommen. Sehr schnell sogar, das dauert gar nicht mehr lange. Und wir haben hier, auch interessant, die Schlangenlady drunter. Das heißt, jo, da kann man schon mit Personen zu tun gehabt haben, ne? Giftige Zungen, einfach auch toxische Personen, Neid und Missgunst, ne? Eine Rivalin, die hier nichts Gutes im Schilde geführt hat. Ne? Vielleicht wird man auch verraten. Kann überall sein. Ja, ich habe vorhin den Freundeskreis angedeutet, dass da vielleicht auch jemand ist, auf den er vielleicht gebaut hat oder dem er vertraut hat. Ich mag mich, wir hatten ja auch die letzten Orakel immer wieder, wo ich gesagt habe, hoppala, ob da nicht jemand ist, der hier einfach Gift verstreut. Ja, eine Person im Hintergrund, war auch immer eine weibliche Person. Das kann jetzt hier noch eine Ex sein, das kann eine Freundin sein, das kann eine Bekannte sein, das kann die Mutter sein, das kann die Schwester sein, kann jegliche Person sein. Ja, kann auch jemand im arbeitstechnischen Bereich sein, ne, der ihm das Leben schwer macht, weil man hier einfach missgünstig und neidisch ist. Ne? Aber das wird sich hier klären. Ne? Also auch da haben wir wieder die Bestätigung. Ich möchte es immer hinstecken. Ich möchte es immer dazustecken. Also die Sache geht raus. Da wird das perfekte Timing kommen. Das heißt, wenn du vielleicht schon weißt, ja, dass da im Hintergrund jemand agiert und dein Schnitzellein ist hier noch völlig planlos, ja, dass hier irgendwelche Intrigen zum Beispiel gegen euch laufen oder gelaufen sind, ja, oder dass da einfach kein guter Einfluss von manchen Personen ist, dass du vielleicht schon durchschaut hast, dann kann ich dir sagen, dass der perfekte Zeitpunkt kommt. Das wird sich hier auflösen, das wird sich hier klären. Der wird das um die Ohren kriegen. Ja? Kann hier durch Kommunikation sein, ne? Durch plötzliche, schnelle Kommunikation, die reinkommt, dass man sich vielleicht hier irgendwo verplappelt oder dass man irgendwas sagt, was man eigentlich gar nicht sagen wollte. Und dann kommt das Ganze hier in Fahrt. Da guck mal, besser könnte man es hier nicht haben. Da kommt der Turmsturz rein. Ne? Also
In Bezug auf seine eigenen Sachen kommt der Turmsturz, ja, da geht es aber um seine Unsicherheit und seine Fähigkeit, nicht kommunizieren zu können. Das wird hier alles beendet und zweimal den Turm, ne? Da geht es um alte Muster, alte Glaubenssätze, alte Strukturen, die jetzt endlich herausgeschlagen werden. Wie auch immer das jetzt hier passieren darf, da müssen wir uns überraschen lassen. Es kann durch andere Personen eben sein, ne? Dass er plötzlich hier einen Wink kriegt, wo er geblendet worden ist oder wo er sich selber geblendet hat durch gewisse Situationen oder Personen. Also hier muss ich schon sagen, raschelt es ordentlich im Gebüsch. Ja, und wir haben hier auch die Königin der Schwerter. Das heißt, hier geht es um die Unabhängigkeit und die Klugheit, die an den Tag zu legen ist. Ja, dass man sich aus diversen Sachen hier rauslässt. Ja, vielleicht hat er auch sehr viele Verpflichtungen gegenüber der Familie. Solche Geschichten können sie auch sein. Na, was eure Liebe wiederum belastet hat, was für euch nicht gut war. Ja, weil er sich hier nicht entscheiden konnte, wie gehe ich jetzt, was mache ich jetzt. Aber da wird sich was tun. Ne? Also hier sämtliche Unsicherheiten, unklären Missverständnisse, die waren, die werden beendet. Ein absoluter Umbruch wird hier stattfinden. Und das passt auch sehr gut, weil wir hier den Narren haben. Guck mal, den Neubeginn. Ne? Und der wird sehr, sehr schnell stattfinden. Also hier ist, ich sage ja, es ist ein sehr schneller Einbruch, der hier stattfinden wird oder sehr schnelle Aktivität. Wie gesagt, entweder ist sie schon da oder sie kommt jetzt. Aber es wird einiges zusammenbrechen bei deinem Gegenüber. Aber es nicht im negativen Sinne, sondern dass man sagt, so, man möchte jetzt hier einfach eine andere Richtung einschlagen. Ja? Und man sieht das ja hier auch sehr schön mit der Karte der Pflege und des Wachstums. Er bemüht sich. Ja? Er möchte innerlich wachsen. Er möchte auch hier eure Beziehung wieder pflegen. Deswegen muss er auch einiges raushauen und rausschlagen, was euch nicht gut tut oder was hier nicht dienlich ist. Also zumindest zeigt er die Bereitschaft dazu, sich weiterzuentwickeln. Ne? Und das ist schon mal gut, weil er möchte ja mit dir zusammenwachsen. Ja? Und er ist bereit, sich vollkommen auf dich einzulassen. Aber da ist noch einiges. Ne? Also, aber das Einige, was ich jetzt damit meine, das geht jetzt hier ratziputzi. Ne? Also hier würde man in Bayern sagen, hier duscht es gewaltig. Ne? Also da kommt was rein, aber dadurch wird auch viel geordnet und strukturiert. Mag ihm vielleicht nicht gefallen und kann sehr unangenehm für ihn werden, aber er wird hinterher froh sein. Ne? Das ist wirklich das perfekte Timing von oben, dass man sagt, so, tabula rasa. Ja, das ist wirklich tabula rasa. Und dann geht es hier eigentlich in die Stabilität, in die Sicherheit rein. Und das ist das, was wir hier eigentlich haben wollen. Ja? Ja, wir haben hier unterm Deck, musste ich kurz nochmal blättern, haben wir auch die Freizeit. Ne? Also, dass man wieder mehr Aktivität auch zeigt, dass man sich wieder unterhalten kann, dass man wieder ein bisschen ehrgeiziger wird. Ne? Also, dass er wieder mehr in die Aktion. Hier ist viel die Aktion. Und die Aktion soll dahingegen, dass hier einfach wieder ein tiefes Vertrauen stattfinden kann. Ja? Vielleicht habt ihr auch ein Vertrauensthema, ihr zwei, ne? Oder er wird dieses Thema einfach auch nochmal um die Ohren kriegen, indem er lernt, wem er wirklich hier vertrauen kann und wem er eigentlich nicht vertrauen kann. Ja? Also auf wen kann man sich hier verlassen, auf wen nicht. Also dieses Thema wird hier auch nochmal nach oben kommen mit der Ehrlichkeit und der Treue. Ne? Aber da will er auch anscheinend daran arbeiten, also falls er hier irgendwo dein Vertrauen missbraucht hat oder weiß ich nicht, was er angestellt hat daher, ne, oder was er gemacht hat, dass man einfach hier dafür sorgen möchte, dass du dich wieder fallen lassen kannst, dass du keine Zweifel haben mehr sollst. Ne? Das möchte er hier in dem Sinne wieder erreichen. Okay, sehr schöne Botschaft. Also da steht einiges an. Ich bin gespannt. Berichtet mal, wie gesagt, falls ihr was mitbekommt oder wie das für euch passend ist. Und wir warten mal, was sich hier zeigt. Ne? In diesem Sinne, ich drücke euch ganz lieb. Wir hören uns mit dem nächsten Orakel. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin, alles Liebe. Ciao, ciao, eure Melanie.